Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Heute machen wir Teil 4 von unserer Reihe Wer ist Jehoshua HaMashiach? Also in dieser Sendung erfahren wir die Wahrheit aus der Bibel. Die Bibel sagt in Johannes 8, Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erfahren und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Also, für unsere Reihe über Jehoshua, wer Jehoshua ist, haben wir also unsere Basisvers oder Bibelvers. Das ist in Matthäus 16, Vers 13 bis 16. Also hier hat unser Herr Jehoshua gefragt, was sagen überhaupt die Leute, wer ich bin? Und dann stellt er auch noch die Frage an seine Jünger, wer bin ich also für euch? Was haltet ihr überhaupt von mir? Wer bin ich? Und hier sieht man also, dass viele verschiedene Ansicht also von Jehoshua hatten. Einige sagten, er wäre ein Prophet oder das ist der Prophet Elia oder der Prophet Jeremia oder noch Johannes der Täufer, der geköpft also wurde. Also die dachten, das ist also ein Prophet, der zurückgekommen ist. Und heute sieht man das genauso. Es gibt also viele Religionen, verschiedene Religionen, die sagen, dass Jehoshua, also Jesus, ein Prophet ist. Also zum Beispiel also die Muslime, also im Islam ist Jehoshua ein Prophet. Für einige, die sich also als Christ auch bekennen, die sehen also Jehoshua nur als ein Herr, also als jemand, also ein Botschafter, also jemand, der das Wort von Gott bekommen hat und das verkündet hat und verschiedene Sachen. Es gibt einige, die sehen Jehoshua als Gott, einige, die sehen Jehoshua als nur als Sohn Gottes, einige, die sagen sogar so, dass Jehoshua nicht mal der Sohn Gottes ist und die ihn nur als den Messias sehen. Also, es gibt also eine gewisse Durcheinander, wer Jehoshua ist. Für Jesus war das so entscheidend, dass die Menschen, dass die Leute wissen, wer er ist, wer er wirklich ist. Und hier in der Bibel also sehen wir, dass Petrus die Offenbarung bekommen hat und diese Offenbarung also kam von oben, also vom Herr. Er hat also die Offenbarung bekommen, dass Jehoshua der Messias, der Retter ist. Halleluja. Und in unser Teil 1, 2 und 3, also wir wachsen langsam, könnten wir also mit einigen Bibelversen also zeigen, dass Jehoshua der Messias und der Messias der Retter ist. Weil der Name Jehoshua bedeutet Yahweh der Retter. Yahweh ist der Gott, ist Gott der Bibel. Und Yahweh der Retter Yahweh der Retter, das ist derjenige, der das Volk Israel oder die Menschen retten sollte. Halleluja. Und heute machen wir also weiter. Und bevor ich weitermache, möchte ich also kurz noch beten. Herr mein Gott, danke für dein Wort, danke für alles, was du in unser Leben tust. Herr Jehoshua HaMashiach, ich bete, Herr mein Gott, dass du deine Wörter in meinen Mund legst und mein Gott, dass die Menschen, dass alle diese Videos anschauen werden, die Salbung auch bekommen, mein Gott, und gesegnet werden. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Also heute machen wir weiter. Ich habe also ein paar Kommentare bekommen. Ich danke Gott also dafür. Einige sind also dafür, dass Jehoshua der Retter, dass Jehoshua Gott ist. Einige sind also dagegen. Und ich möchte also weitermachen. Aber bevor ich weitermache, möchte ich also was kurz sagen. In 2009, kann ich mich erinnern, hatte ich also eine Vision, wo ich eine Vision von einem falschen Jesus.
In dieser Vision, also in diesem Traum, das war sogar ein Traum, kam ein Mann, ein Mensch, er kam raus und zeigte sich also als der Herr, Joshua. Ich sagte ihm, aber du bist nicht der, du bist nicht Joshua. Du bist nicht also der Herr Jesus. Er sagte, doch, ich bin es. Ich sagte, nein. In diesem Traum sagte ich, nein, ich kenne Joshua. Er hat mich gerettet, er hat mein Herz berührt. Ich kenne Joshua, aber du bist nicht der richtige Joshua. Das war 2009, schon lange her. Also, damals schon war das entscheidend auch für mich zu wissen, also wer wirklich unser Herr ist. Er hat mich gerettet. Er hatte mich also von der Sünde genommen, also er hat mich gewaschen und mich also als Kind Gottes gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, also in diesem Traum hatte ich gesehen, da gab es so also viele Leute, die diese falsche Jesus gefolgt hatten. Ich bin sogar gekommen und hatte gesagt, hey, das ist nicht der Jesus, das ist nicht der Gott, der Jesus also von der Bibel. Das ist er nicht, das ist also ein falscher Jesus. Und das ist genau, was wir heutzutage sehen. Es wird ein falsches Evangelium, wie Paulus in Galater es sagt. Falsches Evangelium gepredigt und ein falscher Jesus auch gezeigt. Einige sagen, er ist nur ein Prophet. Also manche sagen, er ist ein Prophet oder nur ein Botschafter oder nur der Messias oder nur der Sohn Gottes. Aber was sagt uns das Wort Gottes? Wir können uns doch nicht also auf nur ein Vers begrenzen und dann sagen, also dass Joshua so ist. Lieber Geschwister, wir müssen die ganze Bibel nehmen, überall. Joshua sagt also in Lukas 24, dass Mose, die Propheten und die Psalmen haben von ihm bezeugt. Also, wenn Joshua es sagt, dass Mose, die Propheten und die Psalmen von Joshua bezeugt haben, was bedeutet das? Das bedeutet also, wenn wir in Mose gehen und suchen nach Joshua, werden wir Joshua finden. Wenn wir in Psalmen gehen, werden wir Joshua finden. Wenn wir auch in den Propheten gehen, werden wir Joshua finden. Wir können doch nicht also nur einen Vers nehmen und dann und wie einige sagen, ah ja, nee, Joshua wurde erschaffen. Es gibt diese Versen, es gibt also den Joshua, den Mensch, aber Joshua in seiner Herrlichkeit, den können wir überhaupt nicht vergessen. Wir müssen alles zusammennehmen. Halleluja. Heute lasse ich mich also noch, ich gehe zum Beispiel also in Kolosser Kapitel 1, also Kolosser Kapitel 1, also ab Vers 15, da steht, dass Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Also, für die Leute, wie zum Beispiel die Jehova-Zeugnis, also weiß nicht mehr, wie die heißt, aber es gibt einige Leute, die sagen, dass Jesus der Erstgeborene ist. Weil er der Erstgeborene ist, dann, das bedeutet einfach, dass er erschaffen wurde. Es gibt auch einige, die nehmen also Sprüche, also 8, ab Vers 22 und sagen, dass Joshua erschaffen wurde, weil er also die Weisheit als also personifiert und dort zeigt sich also die Weisheit als erst erschaffen, also die erste Schöpfung also von Gott. Aber die Bibel sagt auch, dass alles durch Weisheit erschaffen wurde. Das sagt also auch die Bibel. Und hier in Vers 15 steht, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ich habe sogar komische Kommentare bekommen. Also die Leute sagen, einige sagen, ja, Jesus ist also das Bild. Und wir beten das Bild an, das ist also Götzendienst. Weil die Bibel sagt, also wir dürfen nicht also das Bild anbeten.
Jesus ist, hier steht also das Bild des unsichtbaren Gottes. Aber wir können uns doch nicht da begrenzen. Es muss doch weitergehen. Lesen wir weiter. Da steht, Erstgeborene alle Schöpfung. Also Erstgeborene hier, das müssen wir auch erstmal verstehen. Was bedeutet das doch Erstgeborene? Wenn wir Erstgeborene als die Schöpfung, das heißt, er wurde der Erste, der geschaffen wurde. Was hier steht also, weil hier steht also Erstgeborene, alle Schöpfung. Und wie begrenzen uns da? Dann wenn wir nicht also alles verstehen. Aber lesen wir weiter in Vers 16. Denn in ihm ist alles in dem Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Erschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Also alles wurde durch Joshua geschaffen. Alles wurde für ihn geschaffen. Alles hatte sogar erschaffen. Also wenn er alles erschaffen hat, durch ihn geschaffen wurde, dann ist er der Schöpfer. Halleluja. Aber nein, das gibt also trotzdem also Leute, die sagen, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Aber wenn man also diesen Begriff also Erstgeborene nimmt und versucht man also das genauso wie hier, wie das steht, also wie es steht, zu verstehen, dann wird man also einfach weggehen und das Wort Gottes also irgendwie komplett nicht mal verstehen. Erstgeborene. Joshua ist Erstgeborene. Er war der Erstgeborene Sohn von wem? Von Maria. Also Miriam. Maria, als Joshua als Mensch, war der Erstgeborene von Maria. Das ist klar. Halleluja. Aber da muss man noch weitergehen und verstehen, also was genau dieser Begriff also Erstgeborene bedeutet. Und da steht sogar im Psalm 89, geht man noch weiter, Psalm 89, wo Gott, also irgendwie David, zeigt, lesen wir, ich gehe einfach, Psalm 89. Heute werden wir viel, also wir werden das Wort Gottes, also wir werden viele Versen nehmen. Halleluja. Ne, es gibt also Leute, man muss einfach sie das Wort zeigen. Es gibt die sagen und die verstehen einfach nicht, also was das bedeutet. Hey, lieber Geschwister, solange dein Herz sich nicht also für Joshua geöffnet hat, dann wird es also schwer für dich zu verstehen. Joshua ist Gott. Das sagt das Wort von Anfang bis Ende. Also Psalm 89, nehmen wir Psalm 89, also ab Vers 29. Ewig will ich ihm meine Gnade bewahren und mein Bund soll ihm fest bleiben. Und ich will seine Nachkommen entsetzen für immer und seinen Thron für die Tage der Himmel. Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht wandeln, also nehmen wir ab Vers 28, genau. Ab Vers 28, also Psalm 89, Vers 28, so will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Das ist also David. David wurde hier als Erstgeborene. Aber wir wissen ganz genau, dass David in seiner Familie also der Jüngste war. Er war nicht mal also der Erstgeborene von seiner Familie. Halleluja. Also wenn man diesen Begriff also Erstgeborene hier nimmt, also als der Erste, der geboren, also von das passt einfach nicht. Hier Erstgeborene hat also mit dieser höchsten Stelle, also in höchster Stelle im Bereich, also als König. Halleluja. Das ist also eine gewisse Priorität, also gibt Gott also David hier. Und es gibt auch noch, also in 2. Mose, sogar das Volk Israel. In 2. Mose sagt Gott, also das nennt Gott das Volk Israel als Erstgeborene. 2. Mose, nehmen wir diesen Vers. Also heute werden wir etwa viele Bibelverse lesen. Halleluja. Also 2. Mose
in Kapitel 4. Also, suchen wir also zusammen, 2. Mose Kapitel 4, lesen wir ab Vers 22. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Oh, mein Gott, hier ist also erstgeborener Sohn Israel, aber Israel war nicht erstgeborener Sohn, also von Gott in sich von, ja, im Sinne von, ja, ist also von Gott rausgekommen. Nein! Erstgeborene, hier ist also wieder diese Priorität, diese höchste Stelle. Diese biblische Sinn, also was man also hier sieht, hat überhaupt nicht also mit Erstgeborene wie bei Maria, also in Lukas 2. In Lukas 2 steht dort also dein erstgeborener Sohn. Das ist anders. Halleluja. Also hier sieht man ganz klar, wenn man also diesen Begriff, also erstgeborener Sohn, also von Kolosser 1,15 nimmt und sagt, ja, Jesus wurde erschaffen, das passt einfach nicht. Es passt einfach nicht. Halleluja. Dann gehen wir zurück also zu Kolosser. Kolosser Kapitel 1. Vers 15, wenn man also weiter liest, dieser Begriff also erstgeborene Sohn, also zum Beispiel in Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Also er ist, wenn man also diesen Begriff also erstgeborene, also aus den Toten nimmt, das bedeutet, ja, okay, Jesus wäre der Erste, der vom Toten zurückgekommen ist, aber das stimmt nicht. Das ist nicht, was das bedeutet. Im Alten Bund also sieht man also, dass Elia zum Beispiel also der Sohn von dieser alten Frau, also von dieser armen Frau, von dem Tod also zurückgeholt hatte. Und man sieht also, das sind also Leute, Frau Joshua, von dem Toten zurückgekommen. Aber hier, dieser Erstgeborene aus den Toten hat eine andere Bedeutung. Joshua ist der Erste, der in den Tod gegangen ist und zurückgekommen ist, also mit einem herrlichen Körper. Halleluja! Halleluja! Also das muss man auch schon verstehen, lieber Geschwister. Ich habe doch gesagt, sogar mit meinem geborenen Deutsch, sogar wenn mein Deutsch also nicht so perfekt ist, aber ihr versteht also, was ich sage. Das Wort Gottes hier, dieser Begriff, also erstgeborene Sohn, man kann das nicht also einfach so begrenzen als erste Schöpfung. Und auch noch das Schlimmste, dieser Begriff erstgeborene Sohn, also auf Griechisch, heißt Protokos. Das ist erstgeborene Sohn, also erstgeborene im Sinne von, not im Sinne von Schöpfung, weil der Begriff also mit von Schöpfung hat, es bedeutet was anderes auf Griechisch. Auf Griechisch also Prototis. Das ist also erstgeschaffene oder erste Schöpfung. Aber Paulus hat nicht diesen Begriff genommen. Und hier sieht man also ganz klar, dass Joshua, man kann doch nicht also sagen, okay, erstgeborene, das bedeutet, okay, er ist also der Erste von der Schöpfung. Aber wieso steht da so ein Vers weiter, dass er alles erschaffen hatte? Oh mein Gott. Halleluja, Halleluja. Joshua, ich danke dir, mein Gott. Du hast also sogar selber gesagt, danke Herr, dass du sowas also für die Weise dieser Welt versteckt hast. Aber du hast das also an deine kleinen, also die einfachen Menschen geoffenbart. Halleluja. Mein Bruder, wenn du nicht die Offenbarung von Joshua hast, wenn es nicht also von Joshua kommt, kannst du das also nicht verstehen. Aber ich werde also ein paar Versen heute zeigen. Was ist überhaupt also mit Versen, die sagen, dass Joshua Gott ist? Einige sagen, er ist der Sohn. Dann bleiben sie also der Sohn. Aber was ist also mit Versen, die bezeugen, dass Joshua
Gott ist. Was sollen wir damit sagen? Wir können doch nicht also sagen, ja, er ist der Sohn, er ist der Sohn, er ist der Messias, er ist der Messias. Aber was ist mit Versen, die sagen, dass er Gott ist? Nehmen wir mal also ein paar Versen. Halleluja. Weil in Johannes also 5, in Johannes 5 sieht man, wie die Leute so richtig sauer waren. Die Pharisäer, die waren richtig sauer auf Jesus. Warum? Also, in Johannes also Kapitel 5, ab Vers 17, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirkte. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich selbst Gott gleich machte. Halleluja. Also, die Leute waren sauer auf Joshua, einfach weil er hatte sich also Gott selbst gleichgestellt. Gott, Joshua. Aber Paulus sagt uns also ganz klar, es gibt einen Geist. In Epheser 4, es gibt einen Geist, es gibt also ein Leib, es gibt eine Botschaft, es gibt einen Gott. Ein einziger Gott. Also wenn Joshua sich also gleich also mit Gott steht, das bedeutet, es gibt also zwei Götter. Was sollen wir da sagen, lieber Geschwister? Für die Leute, die unser Herr in ein Paket, also nur, meine Güte, Gott ist Geist, Gott ist, ist so groß, er ist so wunderbar, Halleluja. Halleluja. Nehmen wir heute, möchte ich also die Leute, die sagen, dass Joshua, also der Schöpfer, also Joshua nicht der Schöpfer ist oder nicht der Vater ist, nicht der Gott ist, werde ich also ein paar Versen zeigen aus ihrer eigenen Bibel. Aus ihrer eigenen Bibel. Nehmt einfach die Bibel also mit mir und gehen wir also in diese Verse. Halleluja. Man kann doch nicht also einen Vers nehmen und dann, nimmt man alles. Nehmen wir alles von 1. Mose bis Offenbarung. Und dann suchen wir Joshua, weil er selber sagte, Mose, die Propheten, die Psalmen haben von mir gesprochen. Ah, Joshua, Halleluja, Halleluja. In Offenbarung, ihr wisst es, in der Offenbarung, also Kapitel 1. Ah, ich liebe diese Verse, Halleluja. Offenbarung, Kapitel 1. Ich habe doch gesagt, also heute werden wir Verse und Verse und Verse nehmen, Halleluja. In der Offenbarung, also Kapitel 1, ab Vers, Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1. Nur Vers 1, hier steht, Offenbarung Jesu Christi. Also das heißt, dieses ganze Buch hat also mit der Offenbarung Jesu Christi, also wer er ist. Und in der Offenbarung, es gibt also viele Leute, also die Katholiken, einige haben sogar Angst, also die Offenbarung zu lesen. Aber wenn man die Offenbarung liest, dort wird man Joshua erkennen. Er wird geoffenbart in seine Herrlichkeit. Halleluja. Und in Vers 8 also sagt also unser Herr hier, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war, der kommt, der Allmächtige. Und wer hat hier gesprochen? Joshua Amashiach. Halleluja. Also, und man geht also weiter hier. Hier steht, dass der Herr, der Gott ist, Joshua. Der Joshua. Hier steht, dass Joshua das Alpha und das Omega ist. Also der Anfang und das Ende ist Joshua. Also, wir gehen weiter in Offenbarung, immer noch in der Offenbarung. Also Kapitel 21. Oh, ich danke Joshua, mein Gott. Also Kapitel 21 lesen wir ab Vers, sagen wir ab Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen,
Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt. Halleluja! Und hier ist noch, es geht immer noch um unsere Yeshua HaMashiach, Jesus Christus, der Messias. Halleluja! Er ist das Alpha und das Omega. Oh mein Gott! Weiter, also in Kapitel 22 noch, gibt noch ein Vers. Also Kapitel 22 ab Vers 13 sagt noch Joshua: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Joshua spricht. Joshua. Halleluja. Oh mein Gott, und dann springen wir, also diese Verse sind für die Leute, die sich wagen zu sagen, also dass Joshua nicht Gott ist. Weil einfach, die sind so begrenzt. Joshua sagt hier, er ist das Alpha und das Omega, Anfang und Ende. In Kolosser Kapitel 1, Vers 16 haben wir gesagt, alles wurde durch ihn und alles für ihn erschaffen. Nehmen wir also Jesaja. Jesaja, ich nehme Jesaja, also Jesaja ist also der Prophet, der ziemlich viel, also der hat, der messianische Prophet hat also viel über Joshua prophezeit. Also Jesaja Kapitel 44, Halleluja, Jesaja Kapitel 44, Ich bin gleich da. Amen. Jesaja Kapitel 44. Also, so spricht der Herr. Also, hier der Herr ist Yahweh. Yahweh der König. Hier spricht der Herr, der König Israel und sein Erlöser. Also, Erlöser hier ist also der Retter, der Messias. Halleluja. So spricht der Herr, der König Israel und sein Erlöser, der Herr, der Herrscher. Ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Halleluja. Soll ich jetzt aufhören? Soll ich jetzt aufhören? Joshua sagt hier, also Yahweh sagt hier, Ich bin der Erste und das Ende. Er ist der Erste und das Ende. Versteht ihr jetzt also, wenn Joshua sagt, dass die Propheten haben von mir gesprochen? Versteht ihr das? Du denkst immer, Psalm, also Sprüche 8, Sprüche 8, Vers 22, in alle Kommentaren schreibt, Sprüche 8, Vers 22, Joshua wurde erschaffen, Joshua wurde erschaffen. Und was ist mit der Alpha und der Omega? Der Erste und das Ende? Gibt es zwei Erste und Ende? Joshua und Gott, Yahweh? Mein Bruder, meine Schwester, öffne dein Herz. Lass einfach Joshua in dein Herz reinkommen. Es gibt zig und so viele Versen, die bezeugen, dass Joshua Gott ist. Und hier der Herr sagt, es gibt keinen Gott außer ihm. Keinen anderen Gott. Das ist Yahweh. Und Yahweh sagt, er ist das Alpha und Omega. Er ist das Erste und Ende. Aber Joshua sagt, ich bin Alpha und Omega. Erste und Ende. Halleluja. Wollen wir weitermachen? Wollen wir weitermachen? Weiter in diese Vers, also in diese Kapitel. Kapitel 44. Und also in Kapitel 44, also hier sieht man, ich lese weiter, Vers 7, und wer ist wie ich? Er rufe und verkünde es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkünden. Vers 8.
Erschreckt nicht und zittert nicht. Habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Halleluja. Unser Gott, Yahweh, der Gott Israel, der Gott, der alles erschaffen hat. Yahweh, dieser Gott, also als Mose kam und fragte, was soll ich also überhaupt sagen, wer du bist? Ich bin der Gott, der ich bin. Also Yahweh, der Tetragramm, hatte diesen Namen gegeben. Dieser Yahweh sagt hier, es gibt keinen anderen Gott. Und noch was, er sagt, es gibt keine andere Fels. Halleluja. Vers 8, also hier, es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Yahweh sagt, er kennt keinen anderen Fels. Aber, oh mein Gott, in 1. Korinther Kapitel 10, Paulus spricht also von einem Fels. Er sagt, da, durch die Offenbarung Gottes, sagt er also, dass das Volk Israel in der Wüste tranken von einem Fels. Dieser Fels ist, sollen wir das lesen? Lesen wir. Nein, also bevor die Leute sagen, ja, der Bruder William erzählt nur Sachen, er selber hat dieses Geheimnis also nicht verstanden. Mein Bruder, ich zeige dir also heutzutage, meine Geschwister möchte ich also euch zeigen. In 1. Korinther Kapitel 10, ab Vers, lesen wir einfach Vers 1. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder. Hä? Er will das nicht. Dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurch gegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselbe geistliche Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Dieser Fels hatte sie begleitet. Der Fels aber war der Christus. Was sollen wir noch sagen? Dieser Fels war Christus. Jehoshua Amashia. Verstehst du, mein Bruder? Verstehst du, meine Schwester, wenn der Herr Jehoshua sagt, dass das alte Bund Mose hatte von mir gesprochen. Und er sagt noch, die Propheten haben von mir gesprochen. Mein Bruder, meine Schwester, es gibt nur einen Fels. Und dieser Fels ist Jehoshua. Es gibt keinen anderen Gott. Keinen anderen Fels, sagt unser Herr. Also, sollen wir diese Verse, diese Bibelverse, vernachlässigen? Sollen wir das einfach so sagen, oh ne, Joshua ist nur der Sohn, er ist nur der Sohn Gottes und ne, er ist nicht Gott. Was machen wir damit? Wenn du diese Offenbarung von Joshua nicht bekommen hast, mein Bruder, bist du willkommen. Halleluja. Und es geht weiter. Joshua ist der Erlöser, haben wir schon, es gibt also zige Verse, er ist der Retter, Yahweh ist der Retter, Yahweh ist der Erlöser, er hat das also in Zacharia gezeigt und prophezeit in Jeremia und Jesaja. Es gibt so viele Verse, also wo der Herr sich also als Erlöser zeigt. Und er sagt sogar, es gibt keine andere Erlöser, es gibt keine andere Retter. Halleluja. Gerade kommt noch so nur ein Vers. Nehmen wir Psalm 23. Halleluja. Oh mein Gott. Wir können doch nicht. Was soll denn das? Psalm 23. Joshua sagte,
Die Propheten haben von mir gesprochen und die Psalmen haben auch von Halleluja. Psalm 23, David spricht: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Also hier geht es um Yahweh. Yahweh ist mein Hirte. Aber wir wissen, ganze Kapitel 10 von Johannes spricht von der guten Hirte. Und wer ist dieser gute Hirte? Yehoshua HaMashiach. Es gibt keine andere. Die Hirten, die wir da haben, also in unserer Gemeinde, also so sogenannte Pastoren oder Ältester und. Ja, aber es gibt der höchste Hirte, der allerhöchste. Wenn wir also die Menschen folgen, die Menschen werden uns also irgendwo hinbringen. Aber der höchste Hirte, Yehoshua HaMashiach, der gute Hirte, er bringt uns, er gibt uns also die gute Nahrung. Halleluja. Mein Bruder, es gibt so viele Verse, es gibt so viele Verse. Aber ich möchte nur ein paar Bibelverse geben, damit die Leute verstehen, dass man sich nicht auf Sprüche 8 halten soll oder Kolosser 1, 15 halten soll, Erstgeborene oder die Weisheit. Oh, nein, mein Bruder, nimm die ganze Bibel und schau, wer Joshua ist. Halleluja. Noch was, ich möchte noch was geben. War da Jesaja, also einer der Propheten, also der viel über Joshua gesprochen hatte, möchte ich nur so ein paar Verse über soll ich also in 1. Mose, nehmen wir, gerade kommt das ein Beispiel, 1. Mose Kapitel 10. Oh mein Gott, ich will nur so ein paar Bomben, also diese Bomben platzen lassen, meine Güte, Halleluja. Oh, Joshua, du bist so wunderbar, du bist so gut, du bist Gott und ich werde deinen Namen noch erheben. Halleluja, Halleluja. Also in 1. Mose Kapitel 10 lesen wir ab Vers 17. Ich nehme mal Vers 15. Und Kanak zeugte Sidon, ich bin jetzt also in 1. Mose oder 2. Mose? 1. Mose Kapitel 10, ja. Und Kanak zeugte Sidon, seine Erstgeborenen, und den Jebusiter und den Amoriter und den Girgashiter und der Eviter und der Abkita. Also das ist, bin ich also in 5. Mose, Entschuldigung. Gehen wir also in 5. Mose, Kapitel 10. 5. Mose, Kapitel 10. 5. Mose, Kapitel 10, ab Vers 17, genau. 5. Mose, Kapitel 10, ab Vers 17. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott, der niemand bevorzugt und kein Bestechungen annimmt. Halleluja. Hier steht, es geht immer noch um Yahweh. Yahweh, der Gott, der alles erschaffen hat. Denn der Herr, euer Gott, also Yahweh, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Halleluja! Er ist der Herr der Herren. Oh mein Gott! Und es gibt so viele Versen also in der Bibel, wo es steht, also dass Joshua der Herr der Herren ist. Halleluja. Es kann doch nicht also zwei Herr der Herren geben. Entweder ist Joshua Gott oder nicht. Nehmen wir also in Offenbarung 19, also steht das, wo Joshua
oder Offenbarung 19, Offenbarung 19, ab Vers, hatte ich doch gesagt, also heute werden wir viele Verse nehmen. Also Offenbarung 19, ab Vers 16, und er trägt auf seinen Gewand und an seine Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Es geht um Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach auf sein Knie, also nicht auf sein Knie, also er trug etwas auf seine Gewand und an seine Hüfte einen Namen geschrieben. Dieser Name, König der Könige und Herr der Herren. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. 1. Timotheus, also 1. Timotheus Kapitel. Ich habe doch gesagt, wir werden lesen. Wir werden Versen lesen. 1. Timotheus Kapitel 1. Timotheus Kapitel 6. Ganz am Ende, ich glaube schon. 1. Timotheus Kapitel 6, also fast am Ende. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 13, genau. Ich gebiete dir vor Gott, der allen Leben gibt, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Macht aber zeigen, der König der Könige und Herr der Herren. Halleluja! Oh mein Gott! Yeshua ist der Herr der Herr, der König der Könige. Und Yahweh ist der Herr der Herr, der König der Könige. Gibt es zwei? Wenn Yahweh sagt, es gibt keine einzige? Ich bin der einzige Gott. Ich bin der einzige Herr, sagt Yahweh. Also Yahweh ist Yeshua. Yeshua ist Yahweh. Weil die Bibel sagt also, dass Yeshua der Retter ist. Der Name Yeshua bedeutet Yahweh, der Retter, der Erlöser. Halleluja. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Also, ich überlege jetzt, Yeshua, soll ich also weitermachen? Soll ich also dieses Video weitermachen? Oder höre ich also jetzt auf? Aber weil mein Gott so groß und so groß ist, habe ich nur so eine Bombe. Halleluja. Nehmen wir also Jesaja Kapitel 45. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du bist so wunderbar. Wir können uns doch nicht also auf irgendwelche Verse, ja, ist der Sohn, und dann bleibt man so, ist der Sohn. Nein, die ganze Bibel spricht also von Yeshua. Und nicht vergessen also, dass die Jünger Jesu, die hatten keinen neuen Bund, also wie wir hier Matthäus und Lukas und. Das hatten sie nicht. Die hatten bloß das alte Bund. Halleluja. Also das heißt, die Tora hatten sie. Die hatten Mose, die Propheten und die Psalmen. Das hatten sie. Man sieht also im Buch, in Apostelgeschichte, also sieht man, dass Paulus in einem Ort war, also in Beröa, und die Geschwister dort hatten immer die Schriften untersucht und wollten wissen, also ob Paulus also die Wahrheit sagt. Aber welche Schriften hatten sie überhaupt untersucht? Die Propheten, also Mose, die Propheten und die Psalmen. Oh mein Gott, Halleluja. In Jesaja 45, also ab Vers 22, da steht: Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keine sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge wird
mir schwören. Halleluja! Halleluja! Oh mein Gott! Oh Joshua, du bist so wunderbar! Wenn man also solche Sachen entdeckt, wenn man solche Sachen, wenn die Erleuchtung kommt, also wenn Gott also die Augen aufmacht, oh, das ist so wunderbar, es bringt Freude. Yahweh sagt hier, alle Knie wird sich vor mir beugen. Das ist also, was Yahweh sagt. Jede Zunge wird mir schwören. Jede. Sogar wenn ich das sage, die Geschwister, die diese Video anschauen, wissen sofort, worum es geht. Die wissen sofort, weil in Philipper Kapitel 2, ab Vers 9 bis 11 oder 12 dort, sagt Paulus, dass alle werden sich also vor Joshua knien. Sollen wir das lesen? Gehen wir einfach. Philipper Kapitel 2. Halleluja. Oh mein Gott, ich danke dir, Herr. Ich danke Joshua Amashia. Halleluja. Philipper 2, ab Vers 9. Oh mein Gott, oh mein Gott. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Also über jeden Namen. Es gibt keinen Namen, der über Joshua ist. Oh mein Gott, oh mein Gott. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Also jede Zunge. Also, Jesaja 45 sagt unser Herr, Yahweh, dass alle werden sich also vor ihm knien. Jede Zunge. Gibt es zwei Götter? Yahweh und Joshua? Nein, Bruder. Nein, meine Schwester. Das ist derselbe Gott. Ah, ich ende hier. Ich glaube, es reicht. Es reicht für heute. Halleluja. Das war unser Teil 4, also von Wer ist Joshua? Und heute haben wir viele Bomben platzen lassen. Halleluja. So viele Versen gebracht, also die zeigen, also die bezeugen, dass Joshua, Jesus Christus, Yahweh ist. Joshua Gott ist. Halleluja. Er ist Gott, der als Fleisch, also Gott hat sich also in Fleisch gezeigt. Halleluja. Und das ist Joshua. Deswegen hat er, also auf dieser Erde, hat er also Vater. Er war ein Beispiel für uns, weil er zeigt uns also den Weg. Er ist der Weg, sagt also die Bibel. Er ist der Weg, er zeigt den Weg also zum Vater. Und er sagt sogar, niemand geht also zum Vater, nur durch ihn. Halleluja. Er hat uns gezeigt, also wie man als Kind Gottes lebt. Deswegen hat er sich also als Kind gezeigt, als Sohn Gottes gezeigt, damit wir lernen, unser Herr, unser Gott zu preisen. Aber Gott selber ist Mensch geworden, sagt das Wort Gottes. Halleluja. Halleluja. Aber was sehen wir heutzutage? Die Leute folgen ein falscher Joshua. Diese Joshua, man sieht also Bilder, ein Mann also mit Locken, also schöne, lange Haare, blaue Augen, weiß und so weiter. Und die Leute bauen sich also vor diese Bilder und glauben also, dass sie Joshua anbeten. Einige sagen, oh, er ist nur ein Prophet, oh, er ist nur ein Botschafter, oh, er ist nur das und das und das. Nein, die Bibel zeigt uns, dass Joshua Gott ist. Halleluja. Joshua ist Gott. Er ist Gott. Oh mein Gott. In Lukas, ich ende hier. In Lukas 24, da waren also ein paar Jünger Jesu, die waren also mit ihm. Joshua ist also gestorben, ist also von dem Tod zurückgekommen, hat sich also diese Jünger gezeigt. Die sind also mit ihm gelaufen. Und dann passierte etwas. Die haben ihn nicht mal erkannt. Die wussten nicht mal so, wer es war. Ich ende hier. Ich möchte also hier enden mit Lukas Kapitel 24,
Ich habe dir doch gesagt, also heute werden wir mehr in die Bibel gehen und lesen. Also ich möchte da enden und die Leute sagen, hey, also Kapitel 24 ab Vers 25. Und er sprach zu ihnen, o ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Sogar die da hatten das also nicht verstanden. Und es geht weiter, Vers 28, und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie gingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend. Und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zum Tisch lag, nahm er das Brot und segnete es. Und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan und sie erkannten ihn. Und er wurde von ihnen unsichtbar. Mein Bruder, meine Schwester, wenn du nicht am Tisch von Jesus sitzt, kannst du das nicht verstehen. Du wirst nicht verstehen, also wer Jesus, du wirst ihn nicht erkennen, solange du nicht an seinem Tisch stehst, also sitzt. Es gibt viele Leute, die sitzen nicht also am Tisch von Joshua. Es gibt Leute, die sind also in irgendwelche Theologieschule oder Bibelschule und gegangen. Aber haben diese Joshua nicht begegnet. Sitzen nicht also am Tisch also mit Joshua Amashia. Die haben ihr Herzen nicht geöffnet. Die folgen Joshua nur so religiösen, weil die katholische Kirche es sagt, weil die Baptisten es sagen, weil irgendwelche Prediger sagen, aber begegnet am Tisch von Joshua zu sitzen, sind sie nicht. Jesaja sagte, diese Leute bezeugen Gott also mit ihrem Munde, aber ihr Herzen ist weit weg. Die Augen von diesen Brüdern, diese Geschwister, diese Brüder wurden geöffnet. Und so haben sie Joshua erkannt. Mein Bruder, meine Schwester, wenn du nicht am Tisch von Joshua sitzt, wirst du das nicht verstehen. Du wirst nicht verstehen, wer Joshua wirklich ist. Er ist Gott. Joshua ist Gott. Gott segne euch. Das war unser Teil 4 von Stunde der Wahrheit. Im Namen Joshua Amashia, unser Gott. Amen.